Let's Play, der gefallene Berg. Ähnlich. Wir sind Stufe 31. Da sind wir wieder. Können wir das lernen? Yay, Schlag von unten. Bald können wir auch Anführermöpse umhauen. Da brauchen wir nur noch 2 Spaßpunkte. So, wir müssen zu Bitterklamm und müssen den ganzen Spaß retten. Also die Welt und alles, was dazugehört. Oh, das sind 3000 Meter von hier. Das ist viel zu weit zum Laufen. Haben wir überhaupt nicht nötig. Hallo? Hallo? Karte? Karte? Unsere Karte ist... Da ist sie wieder. Habe ich so die Icons besser erkannt. Orten wir uns doch mal hier hin. Wir wollen ja vorankommen. Das kann ja Feuer warten. Für ein schönes Krieg Feuerschaden. Aber jetzt haben wir noch ein Stündchen Zeit. Haha, jetzt können wir ein bisschen auf der Konsole rumhaten. GPI ist ja nicht da. Nee, die Ladezeiten sind echt ein Witz, ey. Nicht so, dass ein neues, mega kühles Kind. Der Schönbauer hat subscribed. Vielen Dank, Schönbauer. Du hast jetzt ein großartiges Tassenzeichen, weil du einmonatiges Tassentier bist. Nein, das ist übrigens. Ich habe übrigens, das habe ich noch gar nicht gesagt, das Icon, das neue Icon, das ist übrigens Ploppy. Ich habe es Ploppy genannt. Ich habe es mit meinen fürchterlichen Photoshop-Skills, habe ich eine Tasse zusammengestöpselt, habe einen Bart drauf gemalt. Das ist übrigens ein Bart, kein Mund. Da kennt man noch nicht, weil ich nicht so gut bin in sowas. Aber bei dem ab 6 Monaten erkennt ihr es auf jeden Fall. Und Ploppy gibt es in verschiedenen Stufen. Ploppy gibt es in Weiß und in Gelb. Und mit sobald jemand das als erster 6 Monate am Stück subscribed hat, werdet ihr den coolen Ploppy sehen. Er hat dann nämlich auch einen Vollbart. Das möchte ich. Also, vielen Dank, Schimmer. Sehr cool. Vor allem dann noch direkt ein Name, den ich noch nie gehört habe. Das ist noch viel cooler. Gut, dann mach dich genau noch Feierabend, wenn ich heimkomme. Nein. Das ist doch ein Mund. Nein, das ist ein Bart, Tori. Man sieht nur die. Oben am Bart ist noch so ein Mund. Ganz das sieht man doch. Ja, wenn ich dir die große Version zeige, wirst du sagen: Was? Was? Nee. So, wir sammeln jetzt erstmal hier ein bisschen Schüssel ein. These are helpful. Bitter, though. Ja, kein Stress. Alter, kein Stress. Wir weiden uns an einer grünen Aue. Ach krass, ist das nicht aus einem Gebet? Eine Kuh! Ich muss mich tarnen, damit die Kuh mich nicht bemerkt. Dann reiten wir nämlich hoch zu Kuh. Dort ein. Schönbauer sagt, war schon lange überfällig. Sehr cool von dir, dankeschön. Da oben ist wer. Hallo! Na, es geht. Ey, ich bin doch ein Kumpelkuh. Macht euch mal ein bisschen locker. Bleib mal ruhig. Soll das ein Kinnbart sein? Ja, so ähnlich, genau. Ja. Es ist tatsächlich sogar genau der Bart von dem Offline-Banner, den ich einfach kleiner da drauf genagelt habe. Ach, das meint ihr mit der Bart wird länger. Ja, genau. Wer bist du denn? Oh, ich habe keine Zeit für Nebenquests. Es tut mir leid. Ich kann das annehmen, aber. Find help. Okay. Easy now. What's your name? What happened? Hackert. Find help for Pitchcliff. The Glindhorks keep attacking. They'll kill my brother. Everyone. Not if I have anything to say about it. Ja. Indem ich nämlich die Welt rette und jetzt zur Mainquest weiterreite. Ja, Tori, genau. Also die erste Tasse hat einen Schnauzbart. Die zweite Tasse hat einen kleinen Kinnbart. Also so ein. Die zweite Tasse, das ist so ein Strombergbart. Man sieht nur den Mund nicht so richtig. Ich muss das alles nochmal ein bisschen überarbeiten. Kommen wir denn da hin eigentlich? Komm, stimmt hier gleich. Und die dritte hat dann einen mittelprächtigen Vollbart. Die vierte hat dann einen sehr prächtigen Vollbart.
und so weiter. Aber die anderen Tasten, die sehen wir halt auch erst in langer Zeit. Ich glaube, in 2 Monaten gibt es erstmal die. Oder nee, sind jetzt welche im 4. Monat, ne? So lange kann man mich ja noch gar nicht subben. Und im 6. Monat gibt es die nächste und dann erst wieder ab einem Jahr. Komm schon, Kuh! Du schaffst das! Wir glauben an dich! Super Kuh! Bin ja echt Fan von den Kühen hier. The way to the mountain will be hard. Ferocious machines prowl every step of the climb. More corrupted. Not corrupted. But they will not tolerate humans. So what else is new? Kuh, es tut mir leid, wir sind falsch geritten. Wir müssen da hinten lang reiten. Ist es wohl so gedacht, dass man da mit der Kuh hinreitet? Bestimmt, ne? Die 4x4 Geländekuh! Turi hat dann einen aus Bart gestrickten Schal, das ist auch schön. Wir haben hier welche im 4. Monat, ich weiß, dass Reimer fleißig am Üben ist, aber sonst. Im Subscriber-Monat! Hier ist ein Fagerleuer! Guten Tag, ich bin's, Aloy. Grüße dich, liebes Lagerfeuer. Das brauche ich alles, danke. Oh, jetzt müssen wir wieder. Also, das Spiel ist wirklich cool. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass man nicht freiklettern kann. Das finde ich ist nicht mehr. Die Batterie von Herrn DualShock ist fast leer. Moment, ich glaube, ich habe hier so eine Auflademops. Auflademops! Da ist er doch sogar. Der gute Xiaomi! Auflademops. Flupp! Kommt da jetzt für Strom raus? Tatsache. Auflademops, du bist so schön. Cool, wir haben Controller leer gespielt. Das 4 stehen spielen wir jetzt schon. Hops, hops. Oh, war das richtig? Hier ist alles kaputt. Was ist es denn heute mit den Follows? Kinder, seitdem die Twitch-App geupdatet wurde, bedanke ich mich dafür nicht immer. Ich weiß halt ja nicht, wer davon wirklich aktiv subscribed oder beziehungsweise aktiv followt und wer das von wem, bei wem das die App automatisch macht. Aber vielen, vielen Dank für alle eure Follows. Das ist sehr, sehr cool. Das freut mich sehr. Müssen wir da runterhopsen? Das ist die Idee. Aber wir sind doch hier gerade erst hochgehopst. Ich weiß nicht, ob das hier so richtig ist. Hey Leute, nein! Nein, nein, das ist bestimmt. Ist das hier richtig? Nee, wir auch nicht. Wir müssen doch. Vielleicht doch. Also halb rechts hin. Oh, die können doch jetzt nicht Orientierungsrand zu so einer Aufgabe stellen. Ah, oh, vielleicht doch. Die Mama Sami sagt gute Nacht. Schlaf schön. Schön, dass du da warst. Morgen ist übrigens South Park, das neue South Park-Spiel, falls euch das interessiert. Das spielen wir morgen so ab. Ich muss, wie gesagt, mich erst um einen Kumpel kümmern, der eine Schraube aus seinem Fuß rausgebaut kriegt und damit er nicht stirbt, bis seine Freundin ihn wieder hüten kann. Muss ich mal gucken. Aber ich versuche 7 Uhr zu schaffen. Wird bis zum bitteren Hentai ausgeharrt. Ende. Stalkers to the left. Watchers to the right. Here I am. Stuck in the middle with Aloy. Was ist das? Was ist das da? Huch. Ja, wer guckt denn da? I need to find more about that machine to override it. Another cauldron. Aua! Aua, aua, aua! Oh, da kommt sein Kumpel! Oh nein, da kommen alle ihre Kumpels! Oh, warum muss ich mich denn jetzt mit all den Kumpels hier anlegen? Nein! Arschkuh! Stay down.
So, den zünden wir kurz an. Aua! Au, au, au! Muss mich natürlich mit allen anlegen, die hier rumhängen, natürlich, ne? Aua! Ob du nicht die ganze Zeit auf mir rumhüpfen könntest? Boah, jetzt im Ernst. Ah, den haben wir. Au, au, au! Meine Fresse. Jetzt du auch noch dahin, Alter! Oh, jetzt verbrate ich hier vorm Endkampf meinen ganzen Schissel. Ah, wir können bestimmt auch noch Tränke craften. Gut, jetzt. Komm mal auf. So, wo ist jetzt diese Mistkröte? Da ist sie. Mann, wieso trifft er diese Mistkröte nicht? Aua! Au! Ich habe auf Steuerkreuz nach unten gedrückt, um den dicken Heiltrank zu trinken. Ich durfte nicht! Hallo, Hexeditor! Das ist ein Hexeditor, habe ich auch lange nicht mehr gehört. Jimmy Musami guckt morgen nach, er muss zur Uni. Der Emote ist gut, oder? Ach, hier sind wir. Okay, dann können wir es jetzt nochmal im Stealthy Approach versuchen hier. Jetzt richtig? Da bin da hoch? Warum bin ich denn dann da überhaupt hoch? Ne, muss ich aber auch. Das, ich muss ja noch eine Etage höher. Warum genau habe ich euch eigentlich diesen Facepalm-Emote jetzt? Hehehe, der ist doch super. Ich muss nur die Hand noch ein bisschen kontrastreicher machen. Und die noch besser erkennt. Ohne Scheiß, ich schwöre, dass ich den Knopf gedrückt habe. Der ist Gold wert, ja, ne? Ich finde den auch. Können Sie sich hier abseilen? Wow! Aber jetzt schleichmopsen wir uns da einfach durch. Ist überhaupt kein Problem. Sind mich mega erfahrene Schleichmöpse. Einfach konturieren, dann passt es ja einfach vor allem, ey. Ich habe davon auch überhaupt keine Ahnung. Ich stümper mir das ja alles zusammen. Als ich doof ist, ich muss die dann halt nochmal komplett neu einreichen, aber. Ich bin nur mit dem mit der Sonnenbrille bisher zufrieden. Bei den anderen Oh, hallo. Sorry, das waren die in der Hunter-Reflex. Hüpfen und springen. Einfach mal ein bisschen Dampf ablassen. Ja, völlig korrekt. So, irgendwo ist jetzt hier wieder ein unsichtbarer Schleichmops, ne? Und Giga aufpassen. Überall böse Schleichmöpse. Aha! Nein, hier ist gar nicht der Weg. Können wir an dem Baum hochäumeln? Oh nein, wir müssen außen rum. Ich raste auf. Ah, ich finde es sehr cool übrigens, dass wir die ganze Zeit über 40 Kinder sind hier. Das ist super. Oh oh! Das sind. Ah!
Eloy! Das ist immer noch nicht der Weg, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Oh, wir haben uns auch auf jeden Fall in Sicherheit gehopst. Ja, guck mal, der Franzweg ist immer der beste. Immer der bessere Weg. Ich hab's gesagt. Facepalm und Zeigefinger sind vor allem am besten zu erkennen. Sonnenbrille gibt's halt als Super-Team-Mode. Ja, das stimmt. Mir sind die Ideen ausgegangen, beziehungsweise mir sind nicht die Ideen ausgegangen, ich hatte die Sonnenbrille halt hier liegen. Hast recht. Ich habe mich gerade gefragt, wer das wohl das Supertier ist, aber jetzt habe ich es verstanden. Santa Claus 87, was gibt's Besseres, als dir beim Codisieren zuzuschauen, nebenbei eine Pen-Paper-Geschichte zu schreiben? Ja, guck mal. Kannst auf jeden Fall Wegfindung in die Geschichte einbauen, das ist nämlich tatsächlich gar nicht so leicht, wie man immer denkt. Eine gute Heldenreise sollte auch Wegplanung beinhalten. Ich möchte das einsammeln. Geht das denn hier lang, verdammte Zwiebelsuppe? Hast du keine Bombengranaten fallen oder sowas? Das Spiel bietet sowas, just saying. Ja, das, ich sag mal... Schon? Moment, Santa Claus ist noch jemand anders als PC-Santa, ne? Wie viele Santas haben wir denn hier? Santa Maria. Oh nein, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin so ein Dummschlumpf. Ja, ich komme bestimmt die Arschkrampen. Oje, oje, oje. Hä, wir müssen doch... Hä, ich will... Hä? Oh oh. Tschung. Ach, hier. Wir waren, haben wir doch. Ah, da ist der Weg. Den hatte ich übersehen. Geht weg, ihr Arschnasen. Ich mag euch nicht. Ihr seid Stinkies. Ich will nicht mit euch kämpfen. Seid nicht meine richtigen Mütter. Ich hab nämlich rausgefunden. Ey! Was zum Teufel? Wie hoch können die denn bitte schießen? Do they think they're guarding Gaia? I doubt they think it all. More like an instinct. Get them to her grave. Sind jetzt aber nicht wieder an der gleichen Stelle angekommen, oder? Erstmal schön ins kalte Wasser. Wir sind jetzt schon hochgeklettert, ne? Ja. Oh nein! Gut, dass sie übers Wasser springen kann. Oh, speichert sie. Auf dem Discord haben wir eine aktive Pen-Paper-Gruppe. Du musst dazu, das ist ein Befehl. Ja, auf jeden Fall. Ich dachte erst, du meinst mich. Ich musste auch auf jeden Fall irgendwann mal mitspielen. Mich lange nicht mehr lange drum rum. Jetzt, wo ich Eloy schon jetzt auch weitergespielt habe. Ach ja, ich mache ja, wenn man mich oft genug erinnert, mache ich ja alle Sachen auch. Mich nur erinnern. Oh oh. In den Hintern. Ach, jetzt sind hier auch noch Miezekatzen. Die sind aber wenigstens nicht unsichtbar. Ruhe! Böse Miezekatze! Ah, hast du den Geier? Will ich nicht. Ich hasse die Geier. Ich hasse die Geier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh weg, lass mich in Ruhe. Ich mag euch nicht. Da! Ja! Ah! Ich geh halt in den Aloy-Hasen-Modus. Ah! Die mich noch verfolgt. Die direkt hinter mir ist. Ob ich ihren metallischen Atem in meinem Nacken spüre? Mir egal, ich bin sehr schnell. Bin Fersengeld. Ah! Aua!
Du bist ganz nackt. Oh, da ist dein Kumpel. Das ist natürlich ein Problem. Aua! Och, die Geier sind auch da. Na, herzlichen Glückwunsch. Aua! Oh, 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 da passiert irgendwas Schlimmes. Ich hab auf den... Ja, okay, das braucht einen Moment, bis sie das trinken. Was stimmt denn hier nicht? Ui, 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 ui. Ich hoffe, die sind nicht wasserdicht. Ah! Ja, toll, der Arschgeier hat mich natürlich... Ey! Da! Habe ich keine... Oh, ich habe natürlich keine... Doch, ich habe doch noch Eskalationspfeile. Oh, fällst du jetzt mal runter, bitte? Was dein scheiß Job ist? Als Ach, Mann! Ich hasse diese Geier. Jetzt müssen die mir alles nochmal entgegenwerfen, was ich überhaupt nicht leiden mag. Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich weiß, ich habe auch noch Fallen und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo geht das denn hier weiter? Ich will mich doch nur durch den Eingang glitschen. So, hier bin ich zumindest erstmal halbwegs sicher vor den Arschvögeln. Ah. Ah, ich hab ein Dach. Low and quiet does it. Was ein Theater. Leck mich an. Bist du? Oh, das wollte ich nicht. Now's my chance. Könntet ihr da kurz durchlaufen, wie ich das geplant habe? Feuer, dem Feuer und Fallen. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Die sind übrigens nicht corrupted, die Maschinen. Oh, Arschgeier. Jetzt schießt sie da auch noch dran vorbei, oder was? Haha! Ist der Arschgeier jetzt auf dem Dach ohnmächtig geworden? Oh, der ist. Der ist kaputt gegangen. Sind übrigens fast down. Aua, wir stehen in der Kälte hier. Alter, das ist ganz schön tough. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir nähern uns dem Finale. Uiuiuiui. So, Kollege Arschgeier.
Wo ist der König der Arschgeier? Wo ist er? Haha! Ja, da guckst du doof, ne? So, so ein Trippelpfeil ins Gesicht findest du auch nicht so gut. So, Monsieur, du kriegst jetzt auch noch einen, dann ist es gut! Jetzt ist auch gut, oder? Oh! Ich weiß, Ninja, das habe ich gerafft, dass ich, wenn das weiß tickt, dass ich da nicht mehr schießen muss, aber wenn ich sie gerade vor mir habe, dann will ich nicht extra die Waffe wechseln. Deswegen nehme ich dann immer noch die kleinen Below Firefall. Die Vögel mit den ja, ich hatte, das habe ich probiert mit den Schallpfeilen, aber ich war hier, waren es mir zu viele und ich war zu doof. Ich muss gleich unbedingt Tränke recraften, sonst bin ich in solchen Problemen. Also restocken quasi. Waren das nicht zwei Geier? Soll noch irgendwo so ein seltener sein. Klar. Kurz hier. Und geil, wir haben keinen. Wir haben kein Fleisch mehr. Ha! Gut. Ich habe jetzt zwei kleine Heiltränke für. Ist Franz verwandt mit Otto Walke? Ist das warum? Obwohl, der hat, glaube ich, auch kein Haupthaar mehr. Never know when I might need these. So. Heilkraut einsammeln bringt was. Ja, ich weiß aber nicht, welches das ist. Ist es das? Ja. 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 Das ist nur ein blöder Stock. Stock. Gibt es hier irgendwo Viecher? Da. Ich? 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 Entschuldigung! Knochiges Fleisch. Da können wir doch keine Heiltränke rauskochen, mein Freund. Dann nehme ich es zurück. Dann darfst du weiterleben. Bei der Tierjagd das Tier fokussieren. Ist da? Oder hätten. Guck mal, ein Schießgewehr. Gibt's hier den Ethikbonus? Ja. Ich glaube, wenn man Feuerfall hier gibt's keinen Ethikbonus. Wir bräuchten mal so, weiß ich nicht, einen Wal oder so, der irgendwie 500 fettes Fleisch droppt. Ich war ein bisschen sehr optimistisch mit meinem Heilkraut. Aber wir haben jetzt fast unseren zweiten Beutel voll. Das ist ein Büdel. Oh, hallo! Ob du nicht ins Wasser fällst. Das ist doch fettes Fleisch, das war ja schon was. Aber nee, wir brauchen reichhaltiges Fleisch oder sowas, ne? So, wo geht denn jetzt der Spaß hier weiter? Irgendwo hoch, oder? Habt ihr irgendwo was gesehen zum Hochkraxeln? Links? Also hoch? Ach, so eine Markierung auf dem Tier. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das ist schlau. Aber schlau ist nicht so meine Art. Da! Also noch so ein Fight wie eben. Wird schwierig mit unserer Heiltrank-Situation. Wie zu morgen, Elex oder South Park? Ich habe bereits South Park gekauft. Das ganz ohne Donation Goal.
Crazy. Oh nein! Wir müssen. Die YouTube-Folge ist zu Ende, aber eine machen wir noch, oder? Eine machen wir. Ich bin gerade so drin. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir es vielleicht heute fertig schaffen. Oh nein. Ich möchte nicht mit dem Arschmops kämpfen. So, Moment. Erstmal, liebe YouTube-Kids, diese Folge endet hier. Bis gleich, ne?